Hallo zusammen und herzlich willkommen auf dem AppPlayer-Kanal und somit zu einer weiteren Folge die Sims Mobile. Ja, und das letzte Mal waren wir ja dabei, einen neuen Charakter zu erstellen und wir haben neue Sachen bzw. neue Orte freigeschaltet. Und ja, das würde ich dann heute mal mit euch zusammen machen. Vorab möchte ich aber irgendwie noch mal was loswerden. Heute ist irgendwie überhaupt nicht schön. Es ist total trüb draußen und düster und vor allem ist es mittlerweile echt arschkalt geworden. Jetzt habe ich mir hier erstmal eine etwas wärmere Leggings angezogen, die ist von Ihnen gefüttert und dann habe ich mir jetzt einfach mal, die kennen bestimmt einige von euch, hier so Füßlinge habe ich mir mal angezogen. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, so nach einer Zeit sind die Dinger irgendwie ein bisschen unbequem. Aber sehen auf jeden Fall lustig aus, finde ich. So, aber genug gequatscht. Ich würde sagen, wir gestalten doch mal den Charakter zusammen. So, es ist Zeit, einen Sim zu erstellen. Da würde ich sagen, anderen Sim anzeigen oder anpassen. Wir lassen den mal so, ich mach mal auf anpassen. Name bearbeiten. Ja, und da ich ja sowieso in einer Partnerschaft lebe, habe ich mir gedacht, wir nehmen Micha jetzt einfach mal. So. So, fertig. Dann haben wir hier noch den Kopf. Also ich halte mich da jetzt nicht ganz so lange auf, weil sonst wird das ganze Video irgendwie ziemlich lang und das ist dann irgendwie blöd. Ich versuche das jetzt so ein bisschen zu machen, so ähnlich wie er aussieht. Probieren wir es einfach mal. Ja, das können wir mal so lassen. Ah, nee, da wollen wir gar nicht hin. Ich mache das jetzt einfach mal. Nee. Ach du liebes bisschen, ne, das will ich aber, das will ich alles nicht. Ach Mann, ich wollte ja zumindest mal irgendwie so ein bisschen die Haare machen. Aber wo sind jetzt hier die Haare? Haare verändern. Schauen wir mal. Wir haben sie gefunden. So. Nee, also so hat er sie ja nur auch wieder nicht. Nee, um Gott. Ja, klar. Obwohl, da können wir die, finde ich, schon bald eigentlich lassen, ne? Oder? Ja, das könnte so ungefähr hinkommen. Weil alles andere, muss ich ganz ehrlich sagen, das passt irgendwie gar nicht. Ach du Liebe, um Gottes Willen, nee, bloß nicht. Nee, ich glaube, ich lasse die wir oben hatten. Wo sind sie denn jetzt? Ja, das lasse ich jetzt mal so. So, dann machen wir mal so einen leichten Grauton. Ja. Das ist bei Micha leider erblich verdingt mit den grauen Haaren. Das ist bestimmt einigen schon aufgefallen. Aber das hat er halt so von seinem Opa hatte, glaube ich, immer schon oder relativ früh schon graue Haare. Und ja, sein Papa irgendwie auch. Und dann ist es irgendwie, ja, so vererbt worden, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Nur weil ich das jetzt gerade mit der Haarfarbe hier... Ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach mal so. Sonst dauert das, wie gesagt, einfach irgendwie alles zu lange. Anziehsachen lassen wir jetzt auch mal so. Starten wir mal. Bereit mit Michael Legeska Schicksal zu spielen? Ja, natürlich. Machen wir das doch mal. So. Ich habe mir mal hier nur noch so zur Verstärkung mal noch so eine kleine Box angeschlossen, damit man den Ton vielleicht mal ein bisschen besser hört. Wähle ein Merkmal für Michael. Merkmale verleihen Sims besondere Vorteile. Ah, das ist ja so wie beim letzten Mal, so wie bei meinem Charakter. Da kann man jetzt verschiedene Merkmale sich aussuchen. Was nehmen wir denn? Etwas verbessert die tägliche Anmeldebelohnungen. Ja, das hatte ich ja das letzte Mal. Ich will jetzt mal was anderes nehmen. Etwas besser in der Barista. Nee, Karriere enthält ab und zu einen Bonus für korrektes Verhalten. Das nehme ich jetzt einfach mal. Bestätigen. Sabu. Schön, dich kennenzulernen. Das Wichtigste zuerst. Ich werde einen Job brauchen. Gehen wir doch mal zum Marktplatz und sehen, was es gibt. Ach so. Ah ja, genau. Jetzt müssen wir unten aufs Auto klicken. Und wieder auf dieses nette kleine Symbolchen, was so ein bisschen aussieht wie bei Google Maps. Und dann haben wir hier den Marktplatz. Dann tippen wir mal da drauf und den können wir gratis freischalten. Ja, und da sind wir auch schon.
Sieht aus, als gäbe es im Restaurant eine Karrieremöglichkeit. Tippe darauf, um es freizuschalten. Wo ist sie denn? Ach so, da hinten. Ja, nun lauf doch. Wo ist die denn jetzt? Ach hier, alles klar, wir haben sie gefunden. So, Moment. Die schalten wir jetzt mal gratis frei. Yippie-yay-yay. So, was können wir denn jetzt hier machen? Jetzt nehme ich doch mal an, wir müssen hinten auf dieses Symbol klicken. Diese pinke Einkaufstasche. So, welches Gericht sollen wir erzählen? Was auf der Pfanne? Ein ums Überleben kämpfendes Restaurant braucht deine Hilfe. Nein, ich wollte das nicht später wählen. Ich wollte das machen. Achso, man sollte dann auch mal irgendwie da drauf tippen. Ne? Das wäre mal eine gute Idee. Oh Mensch, wir sehen ja mal schick aus. Ja, klasse. Keine Ahnung, wo kommen wir nachfragen? Es ist nett vom Manager, mir eine Chance zu geben, obwohl ich null Erfahrung habe. Irgendwann möchte ich mal Küchenchef sein. Er lacht sich da kaputt, wie geil ist das denn? Oh nein. Ich schau mal ganz kurz in die Missionen, weil die blinken wie irre. Da haben wir nämlich was abgeschlossen und da können wir uns nämlich jetzt mal die Belohnungen abholen. So. Und dann tippe ich mal auf den Herd. Gastronomiekarriere auf Level 3 erforderlich. Kurze Schicht absolvieren. Ereignis starten. Dann machen wir das doch mal. Alleine wird Michael in einer Stunde 0 fertig sein. Mit deiner Hilfe wird er... Und so weiter und so fort. So, dann haben wir wieder Missionen abgeschlossen. Glaube ich. Ereignisse vielleicht? Auch nicht, weil das blinkt hier unten. Aber irgendwie, naja, nur gut, was soll's. So, machen wir mal weiter. Ich tippe mal auf den Kühlschrank. Pudding-Explosion beheben. Okay, alles klar. Aber das geht irgendwie nicht, ne? Nee, das geht nicht. Was ist denn, wenn wir... Achso, okay, alles klar. Da war ich ein bisschen zu forsch. Okay, alles klar. So. Dann tippen wir mal hier hin. Fingerfood zubereiten. Ja, macht er gut. So, was haben wir denn jetzt? Tippen wir mal hier hinten an. Um Hilfe bei Zubereitung bitten. Mhm. Wunderbar, auch das haben wir abgeschlossen. Ah, jetzt können wir hier wieder so eine Aktion starten. So eine Risiko-Flambieren versuchen. Ja, also, das sieht ja eigentlich vom Männchen her, da oben her, relativ gut aus. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal und hoffen, dass das nicht in die Hose geht. Oh, oh. Ah, es hat geklappt. Wunderbar. So, ich bin jetzt selbstbewusst genug, um eine riskante Aktion durchzuführen. Ja, das haben wir ja gerade schon gemacht. Tratschen austauschen. Was? Tratschen? Habe ich das richtig vorgelesen? Nee, ich glaube nicht, ne? Aber ist auch egal. Macht nichts. Aber ich sehe gerade, wir können hier vorne bei der guten Frau am Tisch wieder so eine Aktion durchstarten. Versuchen, Gäste zu beeindrucken. So, das probieren wir jetzt mal. Jawohl! Mensch, das ist ja super. Das ist ja cool. Das hat geklappt. Perfekt. Kurze Schicht absolvieren. Und wir haben wieder EP bekommen, Münzen bekommen, Karrierepunkte und Einrichtungspaket. Und wir sind auf Stufe 2 aufgestiegen und haben Gastronomie-Karriere-Objekt für Restaurant. So, dann würde ich sagen, wir fahren mal wieder nach Hause. Dann drücken wir mal aufs Auto und aufs Häuschen. Und dann schauen wir mal, was uns da so erwartet. So,
Da scheint jetzt aber nicht wirklich viel los zu sein. Ich würde jetzt noch mal ganz gerne in die Stadt gehen oder was auch immer, weil ich glaube, beim letzten Mal haben wir auch noch irgendwo Sachen freigeschaltet oder Orte freigeschaltet. Da würde ich mal ganz kurz reinschauen. Dann gehen wir da noch mal hin. So, wartet mal. Jetzt haben wir hier nämlich den Marktplatz. Da ist unser Zuhause und die Parkanlage. Nee, okay, dann habe ich mich vertan, weil ich hatte echt gedacht, wir hätten da irgendwie neue Sachen bekommen. Aber haben wir nicht. Wir können ja aber mal ganz kurz, wir schneien noch mal in den Marktplatz rein, denn ich will mal schauen, ob man da noch irgendwie was machen kann. Das kann ja sein, aber ich glaube, wir können dann nur eine weitere Schicht anfangen. Ja, das ist jetzt nicht so top. So, ich guck mal eben in die Top-to-Go-Liste. Vielleicht ist da irgendetwas, aber da haben wir auch alles abgeschlossen. Da ist irgendwie auch nichts Neues gekommen. Dann gehen wir mal wieder zurück, gehen wir mal wieder nach Hause. Ja, das ist jetzt ein bisschen komisch, weil ich habe halt gedacht, es kommt eine neue Mission irgendwann rein, also beziehungsweise neue Aufgaben, die man erfüllen muss, aber irgendwie kommt jetzt hier nichts. Jetzt bin ich aber auch ehrlich gesagt ein bisschen überfragt und weiß auch irgendwie überhaupt nicht weiter. Das Einzige, was wir haben, sind neue Sachen bekommen. Also immer wenn dann halt so ein rotes kleines Symbol ist, dann hat man neue Sachen bekommen. Hier zum Beispiel neue Böden, Teppiche. Ja gut, das ist jetzt aber, sage ich mal, nicht so relevant. Da frage ich mich jetzt allen Ernstes, was wir machen können. Wieso hat denn die hier so eine Gewitterwolke? Guck mal, seht ihr das? Die hat so eine Gewitterwolke über dem Kopf. Okay, was ist denn der armen Frau passiert? Wir können ja mal Sims zu Kontakten hinzufügen. Schauen wir mal, was dann passiert. Okay. Aber wieso hat die so eine Gewitterwolke darüber? Ereignis starten. Ah, muss schauen wir mal. Okay. Und nun? Ach so, das dauert jetzt. Okay, alles klar. Kann man das auch irgendwie beschleunigen? Ja, das könnte man jetzt beschleunigen, indem man. Oder auch nicht, was machen Sie denn jetzt? Moment. Hä? Jetzt habe ich schon gedacht, wisst ihr? Ja, nee, nix. Die hat sich einfach nur selbst eingeladen und setzt sich jetzt dahin. Also, auf jeden Fall dauert das jetzt ein wenig. Und man könnte es aber jetzt mit diesem Geld, was man oben hat, diesem grünen, könnte man das jetzt beenden. Jetzt muss ich aber überlegen, ob ich das mache. Ich mache das jetzt einfach mal. Schauen wir mal. Achso, das war's schon. Ich habe gedacht, wir kriegen da noch irgendwie was. Okay. Da haben wir einen Sim-Sticker bekommen. Ticket. Mein Gott. So, Entschuldigung. Ticket und Beziehungspunkte und EP-Punkte. Okay. Ah! Ich fand es wirklich nett, dich kennenzulernen. Wollen wir was zusammen abhängen? So, und jetzt können wir eine Geschichte auswählen. Dazu würde ich gerne was sagen. Ich hätte euch jetzt wirklich einfach mal gerne gefragt, welche Geschichte ihr gerne hättet. So, das wollte ich schon beim letzten Mal machen, aber das Problem ist, wenn ich die App dann schließe und wieder öffne, dann ist diese Option praktisch weg. Also dann ist das nicht mehr verfügbar. Ja, von daher werde ich das jetzt leider wohl oder übel alleine auswählen. Also mich hätte das einfach mal gerne interessiert, was ihr da gewählt hättet. Da wollte ich euch mal abstimmen lassen, aber wie gesagt, das haut halt leider irgendwie nicht hin, weil es dann einfach verschwindet. Also, wir haben einmal Nerdsprache, Sport verbindet, beste Freunde auf Lebenszeit, Kunstfreunde, Soundtrack der Seele, wie kein Ei dem anderen, ein andermal okay, geteiltes Leid ist doppeltes Leid. Ja, jetzt fällt mir das ein bisschen schwer, weil jetzt weiß ich nie, was ich machen soll. Zwei neue Freunde einigen sich auf unterschiedliche Ansichten. Zwei Sims finden über die Liebe der Musik zueinander. Ja, das finde ich schön, weil Musik mache ich ja selber auch sehr gerne und höre ich auch sehr gerne. Und die Liebe,
Ah ja, ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen. Also würde ich sagen, das wählen wir mal aus. Soundtrack der Seele. Was hörst du da? Das ist das neue Lied von Omas Keller. Super, Omas Keller, alles klar. Die sind ziemlich underground. Schon mal von ihnen gehört? Ich habe Omas Keller schon gehört, als noch niemand wusste, dass die überhaupt gibt. Ja, Omas Keller kenne ich auch nicht. Aber nun gut, was soll's. So, jetzt haben wir aber Missionen abgeschlossen. Und da holen wir uns auch direkt mal die Belohnung ab. Wunderbar. So, ihr Lieben, damit das ganze Gameplay jetzt aber auch nicht wieder zu lange wird, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, schönen Nachmittag oder Abend. Und ja, ich würde sagen, bis bald. Tschüssi, macht's gut.